Wir haben es jetzt gewagt. Wir sind jetzt da und sind glücklich. Heute bin ich zu viel mehr angegeben. Beim Otto Sorg, jawohl, bei der Brauerei Erusbacher und Paul. Also nicht bei der Brauerei Otto, sondern bei der Brauerei Erusbacher und Paul. Wieso heissen die Paul? Also es ist so, wir haben vor 20 Jahren angefangen, der Kollege und ich, der Hans-Rudi Schädeli. Das erste Bier, das wir gemacht haben, hat Erusbacher Bräu geheissen und unsere Firma hat damals Brauerei Sorg und Schädeli geheissen. Ein bisschen später ist dann der Ralf Paul, den ich aus der Gewerbeschule als Brauer kennt habe, gekommen und hat gesagt, du könntest dir nicht für mich ein bisschen Bier brauen. Ich möchte die Marke Bier Paul lancieren in Zürich und eventuell später dann auch eine eigene Brauerei auftun. Wir haben ihn dann auch noch angestellt als Brauer und er hat bei uns gearbeitet und das hat sich gut entwickelt und irgendwann hat er gesagt, du könntest nicht bei euch einsteigen. Dann haben wir gesagt, mal, wieso nicht? Und haben den AG gegründet und die Firma dann umbenannt in Erusbacher und Paul, nach unseren zwei Marken, die wir haben. Ja. Das ist heute noch so, dass wir eigentlich eben zwei Biermarken haben, das Erusbacher Bräu und das Bier Paul. Du bist eigentlich schon 20 Jahre am Start jetzt, am Brauen. Schon ein richtiger Veteran. Ich bin jetzt so in dieser ganz jungen Kraftbier-Szene. Wir sind ja jetzt hier im Neubau. Wenn wir hier raus schauen, dann sehe ich noch Dacco. Die sind hier den Biergarten am Bauen. Also wir sind ganz neu an einem neuen Standort. Wir sind am alten Standort wirklich aus allen Nöten geplatzt. Mhm. Im 16. Haben wir mit der Planung für den Neubau angefangen, haben dann im 17. Jahr verbauen und sind dann Ende 18 hier eingezogen. Und ja, natürlich nicht nur die Produktionsräume sind jetzt neu, sondern wir haben jetzt auch ein Wirtshaus. Und sehr schön. Das ist natürlich wirklich cool. Ja. So mit Blick aufs Sudhaus, wie es muss sein. Und hast du Brauer gelernt? Ich habe Brauer gelernt und habe dann auch noch ein Braumeisterstudium gemacht in Weinstephan. Also ich bin Diplom-Braumeister. Ja, ich habe es wirklich von der Pike auf gelernt. Dann gehen wir mal ins Sudhaus. Das ist der Tim, er ist gerade am Brauen. Okay. Wir können jetzt hier nicht vollautomatisch, aber zumindest teilautomatisch brauen. Also ist nach wie vor der Manpower vom Brauer ist gefragt. Hintereinander können wir vier Söd machen. Das ist eigentlich eine Verdoppelung gegenüber von vorher, wo wir nur zwei haben können machen. Wir gehen jetzt in unseren Gärlagerkeller. Ui, wow. Das ist mal eine andere Perspektive. Boah, ja, allerdings, ja. Und ich bin gerade überrascht, wie viele Tanks das hier stehen. Wir haben jetzt aktuell eine Kapazität von knapp 8'000 Hektoliter. Hier kannst du noch hoch. Hast du noch einen höheren Ausblick. Super. Das ist hier, wo der Braumeister steht und schaut, wie die Leute arbeiten. Ja, genau. Das ist quasi Kanzler. Ist nicht schlecht gekommen. Müssen wir sagen. Ist nicht schlecht gekommen. Da werden jetzt die Tank gefunden. Hier die grossen sind für 6 Süd gemacht, also für 120 Hektoliter. Das ist der Tank Irrgarten. Ja, wenn wir hier vorne gehen, die Wasseraufbereitungsanlage, ein Härter, wo wir einfach brauchen für unser Betriebswasser. Das eigentliche Brauwasser tun wir dann hier mit diesen Umkehrosmosen machen und dann wieder mit Rohwasser verschneiden. Die Hefenanlage, wo wir die Hefe propagieren, also herführen zum Einsetzen, noch einen zum Gären. Taras ist das universelle Arbeitsgerät in allen Getränkeproduktionsbetrieben. Da brauchst du einfach Infrastruktur, den Dampferzeuger, wie man gerade merkt an der Wärme. Ja. Energie ist natürlich ein riesiges Thema in der Brauerei. Wenn man so ein Produkt macht wie wir, also ich sage, Bier ist ja auch teilweise ein Lifestyle-Produkt, dann ist halt schon wichtig, oder ist auch für uns ein Anliegen, dass man möglichst viel Energie zurückgewinnen kann, dass man möglichst energieeffizient arbeiten kann. Und ja, da haben wir relativ viel Geld investiert. Das ist der Eisspeicher. Das sind die zwei Kältekompressoren, die wir hier haben. Das Gebäude wird mit der Abwärme von diesen Kältemaschinen geheizt. Bei jeder Kälteerzeugung entsteht ja Wärme. Und die Wärme wird jetzt hier wiederverwendet. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du einen Neubau hast. Über 15 Jahre, wo wir schon produziert haben, dann weisst du eigentlich, auf was du schauen musst. Oder? Finanziell ist das dann schon
Das ist ein riesen Hosenlupf, den wir hier machen. Oder? Aber es ist einfach nicht mehr anders gegangen. Die Konsequenz wäre gewesen, aufzuhören sonst, oder? Wir haben es jetzt gewagt. Wir sind jetzt hier und sind glücklich. Das wäre jetzt hier unsere Flaschen- und Fassfüllerei. Flaschen, Waschmaschine, Flascheninspektor, Füller, Etikettierer. Was wir jetzt hier neu haben, sind Aus- und Einpacker. Also das heisst, vorher haben wir wirklich die Terrasse noch von Hand die Flaschen rausgenommen und wieder von Hand in die Terrasse hingestellt. Von daher haben wir jetzt zwei Maschinen. Mit Fässer und Flaschen mache ich mir irgendwie 99% mehr weg. Was sicher außergewöhnlich ist, weil eben die meisten neuen fast nur noch einen Weg machen. Aber wenn die Flaschen oder die Fässer voll sind, werden sie dann gerade anschliessend in unser Lager übergebracht. Und von da aus geht das Bier auf die Rampe raus und wird dann vorgeführt. Ja, dann nehmen wir erst ein Bierchen, oder? Zum Wohl. Danke. Wir machen im Allgemeinen Bier, wo du auch mehrere hintereinander kannst trinken. Und nicht noch einmal, wo du denkst, wow, ist wirklich geil, aber nein, es ist mir zu viel, oder? Ja. Das die Sättigung ist gerade erreicht. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist auch unsere Nische, oder? Also, auf die einen Seite werden wir als doch recht traditionelle Brauerei wahrgenommen. Also, bei uns wird wirklich das Handwerk noch gelebt. Aber trotzdem sind wir immer offen für Neues und werden das auch bleiben. Weil das ist auch das, was es interessant macht, wenn du immer wieder andere Sachen kannst ausprobieren kannst. Da, um da geht es. Wir sind nicht revolutionär, sind wir sicher nicht. Aber wir sind immer in Bewegung und immer offen für Neues. Oder? Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen um die Brauerei, trotz dem Namen. Also ich würde jetzt noch erst einmal das Red Rocket lassen. Ist das gut?